Dann fangen wir jetzt mal an. 1, 2, 3. Glück verkauft, alle Gefühle raus, das Leben quält. Es nimmt uns aus, die Leidenschaft verschwindet. Mit jedem nächsten Atemzug. Und keiner weiß genau, wo es geht. Und was man braucht, nur es ist längst nicht reich. Den zweiten Teil eurer Skype-Gewinnaktion. Wie ist denn der erste verlaufen? Gab es da irgendwie besondere Momente? Naja, es ist, war sehr unterschiedlich dadurch, dass wir allein auf unterschiedlichen, hin zu unterschiedlichen Kontinenten gesendet haben. Dann waren die Leute, wir hatten einen mit seiner Mutter vorm Rechner sitzen, wir hatten eine ganze Firma vorm Rechner stehen, die quasi per Beamer übertragen haben. Wir hatten einen einsamen Menschen in Tokio, in Peking und ganz unterschiedlich. Manche haben getanzt, manche saßen einfach nur da und man dachte, Mensch, okay. Aber man hat gemerkt, dass es den Leuten wahnsinnig gut gefallen hat und dass es so ein bisschen absurd war, weil viele uns irgendwie dann schon auf Konzerte erlebt haben und dann jetzt nochmal so zu erleben. Und für uns war es auch lustig, irgendwie da hier zu sitzen und da auf dem Rechner Leute sitzen zu sehen. Das war auch eigentlich eine absurde Situation, aber spannend auf jeden Fall. Ja, ich spiele jetzt gleich den zweiten Teil. Was können wir denn erwarten? Wir spielen, wir haben den Leuten, glaube ich, so eine Auswahl aus 5 oder 6 Stücken gegeben. Auf die wir irgendwie auch vorbereitet sind, damit wir auch nicht immer denselben Song spielen müssen. Und dann wählen die sich einen aus oder haben das, glaube ich, auch schon geschrieben, welchen sie gern hören möchten. Und dann wir plaudern so kurz ein bisschen, spielen den Song, plaudern nochmal vielleicht kurz ein bisschen und dann geht's ab zum nächsten Konzert. Also das sind jetzt auch sind zwar sehr kurze Konzerte, aber ich glaube, keine Band hat bisher, wenn man das Konzert nennen darf, mehr Konzerte in so kurzer Zeit gespielt als wir. Sehen und hören. Ging's mit Ton und Bild? Ja. Sehr gut. Wir können dich noch nicht sehen. Deine Kamera ist noch aus. Konntet ihr was sehen und hören? Wir können euch ganz schlecht verstehen. Vielen Dank. Konntet ihr denn was hören? Sprich einfach. Mein sein. Das haben wir aber gar nicht geübt. Ja. Dann gibt es jetzt an euch. Ich glaube, ihr euren Song geht und dann lieben wir euch. Extra unser T-Shirt angezogen. Sehr, sehr gut. Was macht ihr heute Abend noch? Wo geht's noch hin? Ja, wahrscheinlich die Minuten im englischen Garten. Bei dem Wetter, super. Welches,
Welches Mädchen ist denn dir die Liebste? Was musst du? Ich muss meine Wohnung und... Ach, ja, das sieht aus wie bei einem Schwein. Ja. Sieht aber auch aus. Ganz also übel bei dir. Ah. Stark, starke Frisur. Wie der junge Jürgen Klinsmann. Ja, das wird mir noch zu Verhängnis werden dieses Wochenende. Ich habe es nicht geschafft, vor der Silberhochzeit meiner Eltern zum Friseur zu gehen. Oh, da gibt's Ärger, da gibt's Ärger. Sieht gut aus. Also. Ja. Einfach ein Pullover um die Schulter. Wie Sascha Heben. Die Stadt ist jetzt leer. Keine Menschenseele mehr hier. Sie sind alle weg, die Movie-Stars und die Rockstars und der andere Dreck, das war's. Nur du und ich und der Himmel über Berlin. Ruhrpott-Konzerte im Herbst. Ich muss mal gucken. Warte mal. Dann wirst du wohl diesen Herbst auf ein Konzert kommen müssen. Ja, natürlich. Kommst du zu einem Konzert im Herbst? Ich komme auf jeden Fall nach Köln. Sehr gut. Ich komme nach Köln. Und bis zum München-Konzert oder so. Okay. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns beim Konzert in Magdeburg. Spaß. 1, 2, 3, 4, Mama. Meistens viel zu ehrlich, aber